Hallo zusammen, und uns ist ein Elefant entgegengekommen und wollte uns einen Wahltag aufdrücken. Wölfe greifen an, my lord! Und dann habe ich direkt ja gesagt. Und Sepp? Ja. Fräulein Freitag? Ja. Und Klink? Ja. Wollen mitmachen. Oh ja. Alles klar. Gut, Payday 2, Mission Wahltag. Alle sind bereit, los geht's. Und euch hier kein Pferd aufbinden. Oder ein Esel, das wäre ja noch schlimmer. Aha, alles klar. Gut, wir machen die Mission diesmal auf leise, also wir haben keine großen, dicken Argumente dabei, sondern nur unsere Sneaky-Sneak-Skills, um an das Gewollte heranzukommen. Ja, wie Mensch Rotflinte. Der Elefant... Fräulein und Kling, warum habt ihr nur einen ECM? Alles klar, der Elefant möchte in den Senat und wir werden es ihm erleichtern. Ich habe jetzt eine Sicherheitskarte mitgenommen, einfach nur, weil es nützlich sein könnte. Gut, ich bin bereit. Alle sind bereit. Gut. Wir versuchen es leise zu machen. Fräulein und Klink, gleiche Frage nochmal. Alles ich klar. Ich habe gerade gesagt, dass ich keine Ahnung, woran es liegt. Wahrscheinlich fehlt mir einfach nur ein entsprechendes Skill oder so. Sehen wir 6 LKWs. Einer davon ist der richtige. Wir können schon mal die Doppelten ausschließen. Also Omni Exports und Avalon sind es nicht. Ja, das war's. Die Kamera. Ich habe die Kamera nicht mal gesehen. Alles klar. Dann mach direkt mal Neustart. Ja, ich bin einfach nur Sepp gefolgt und auf einmal hat der Typ sich umgedreht. Pro-Tipp, folge niemals Sepp. Ja, das stimmt. Sepp rennt meistens scheiße. Also wir müssen rausfinden. Ich war auch doch mitten im Erklärmodus. Soll ich nicht erklären, was zu tun ist? Klink, der die Mission noch nie gemacht hat, nicht weiß, was er tun muss. Ja, ich wollte eigentlich dem Profi folgen, aber der Profi... Profi war noch am Erklären. So. Alles klar, da sind 6 LKWs. Einer davon ist der richtige. Avalon können wir ausschließen und Hefty können wir auch ausschließen, weil die doppelt da sind. Jetzt müssen wir nur noch wissen, ob es Kranich oder Omni Exports ist. Dafür müssen wir als allererstes einen Computer finden. Der ist irgendwo versteckt. In irgendeinem Raum. In den 2 großen Scheunen, die wir hier haben. Da ist einer. Vorsicht, Klink. Das bedeutet, wir müssen erstmal durch das komplette Gelände schleichen. Ich setze meinen EMC-Sender, weil Sepp schon aufgeflogen ist. Und ja, du hast keinen Pager-Block. Ich... Was tust du, Sepp? Das war so dumm. Ja, es ist zu spät. Der kam um die Ecke und... Alles klar, gut. Ich hab's ja wenigstens mal geschafft, die Mission weitgehend zu erklären. Den Computer haben wir jetzt übrigens angezeigt. Machst du einen Neustart? Nö, wir rennen jetzt einfach durch über das alles ab. Wenn wir drauf gehen, haben wir Pech gehabt. Okay, die Mission wird deutlich weißt, dass wir den Computer jetzt hacken müssen. Ich hab neu gestartet. Das ist ein bisschen länger, wenn es dir besser gefällt. Ja, sehr gut. Ja. Müssen. Okay, ich zügel mich etwas. Danke. So. Okay, hast du den Sicherheitscode schon gekauft? Ja. Alles klar. So, dann gucken wir jetzt erstmal, welche LKWs wir haben. Avalon ist es nicht und Kranich ist es nicht. Hefty oder Omni? Eins von beiden.
So. Hüpf, 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 hopp. So. Kamera, Vorsicht. Ich hab gar nicht die Sicherheit. Klink, Achtung. Zu sagen. Ja, ja, ich sehe den Typen. Da habe ich ein bisschen Panik bekommen. Naja, egal. So, auf. Öffne ich mal das Türchen hier. Meine den Guard markieren. Genau den. Welchen? Ich habe aus den Gratten. Klink hat Spaß mit Wachen. Nee, ich habe gerade aus Versehen ein Messer geworfen. Ich habe so direkt wieder aufgesammelt. Ups, ganz aus Versehen. Das ist eine Kamera. Hier oben ist nichts. Ja, scheiße. Ist in einem großen Warenhaus, dann müssen wir jetzt einmal auf die andere schauen. Ist leider so. Irgendwer ist aufgeflogen. Wahrscheinlich ich, aber ich weiß nicht wo. Alles klar, einfach wegräumen. Du kennst das Prinzip. Kamera. Ich setze EMC. Zu spät. Dann lass mich doch das mit dem zweiten Warenhaus machen, wenn du da nicht hinkriegst. Okay, okay, ich bin einfach zu ungeduldig. Ja, anscheinend. Okay, ich starte nochmal neu. Mhm. Erstmal alle erschießen. Genau. Theoretisch könnten wir auch direkt zu den LKWs laufen und wir haben eine 50-50 Chance, das Richtige zu auszuwählen. Ja, aber das Falsche auswählen? Dann haben wir eine komische Bankraubmission, die ein bisschen doof ist, finde ich. Also man hat zwei verschiedene Missionen dann an Tag 2. Je nachdem, ob man es schafft oder nicht. Aber wir wollen natürlich Wahltag machen, da kriegen wir nämlich dicke Goldbarren am Ende. Fräulein, bereit. Ja, ich hab's gehört. Gut. So. Als erstes werde ich jetzt die LKWs abchecken. Ja. Oh, ich hab deine Karte. Ja. So, es ist nicht Kranich und nicht Omni-Export, also Hefty und Avalon. Es sind auch die hintersten beiden, das ist also sehr gut. Gut. Okay. Möchtest du das vordere Haus übernehmen, Sepp? Dann nehme ich das hintere jetzt. Von mir auch. Ah, er hat mich entdeckt, der Wichser. Ich bin direkt hinter dir gewesen. Ich habe einen EMC-Sender gesetzt, jetzt sucht einfach den scheiß Computer. Hab ihn. Was? Kamera? Ach nein. Das ist nicht Kranich, das ist Avalon. Okay. Vielleicht krieg ich's noch. Nein! Nice Start. Warte. Da ist ja gar keiner drin. Ja. Das hat sie ganz geschickt gemacht. Ne? So. Wachmann haben wir erschossen. Da ist ja gar keiner drin. Sehr gut. Ist es nicht herrlich, Schleichmissionen zu machen? Ach, wir haben das alles schon hinter uns, damals in den guten alten Zeiten. Ja, da jetzt habe ich die Security Guard. So, Kranich ist es nicht und Avalon ist es nicht, also Omni oder Hefty. Ah, da steht. Hä? War die Wache gerade rot? Warum springst du denn nicht? Oh, das darum springst du nicht. Braver Charakter, braver Charakter. Okay, ich gehe nur zu Fuß. Ich bin im Kleinen, warte. Es geht, Wache. Achtung, AD, rechts von dir. Achtung, Klink, rechts von dir. Ja, wir haben den gesehen. Hopp. Passt auf, da ist ein Bauarbeiter. Im kleinen Warenhaus ist nix. Alles klar, ich bin schon unterwegs zu dem Großen. Groß auch nur, weil er da vier Möglichkeiten hat. Da kommt einer. Ah. Link ist reingerannt. Ja, ich bin direkt wieder zurück. Ich setz. Hab.
Ich geh zu den Trucks. Achtet mal darauf, ich hab ihn, den Computer. Okay, sag Bescheid, welches es ist. Mhm. So, Omni war's. Also Avalon ist es okay, nicht. Okay, dann ist es Hefty. Dann macht schnell. Kranich wo ist kann es man nicht. Das denn öffnen? Setz den nächsten EMC-Sender gleich, jetzt. Da werden schon welche Tests. Und Hefty ist es nicht. Also es ist Omni. Was, Omni? Hätte sogar zwei Omnis. Ja, Omni. Nee, doch, ist richtig. Wie öffnen wir den? Hab's schon, müssen die an die seltenen Peilsender setzen. Achso, okay. Hast du einen Blick auf den EMC? Und der ist weg. Ich setz einfach einen neuen. Zack. Okay, jetzt schnell wieder zum Start. Ja, auf zum Start. Schnell. 40 Meter. Freeze. Kein Erschießen. Neuen. Ich habe eingesetzt. Perfekt. Sehr gut. Ja, wir waren nur noch fähig. Definitiv. Zählt, oder? They didn't know that we weren't there. Ah, wir haben es geschafft. Wir waren im Prinzip unsichtbar. Ja. Meine Lieblingswaffe ist auch unklar. Ja, ungefähr so unsichtbar wie Huibu. Ja, reicht mir. Reicht, okay, reicht, alles gut. Geht jetzt weiter. So, Tag 2. So, da kaufen wir natürlich wieder mal alles. Lagerhausleiter, jo. Ah, wollte ich gerade kaufen, muss ich drauf. Na, das wollte ich gerade kaufen. Alles klar, gut. Jetzt müssen wir die Warenhäuser nach dem Wahlautomaten durchsuchen. Und die Hecken. Die müssen wir erstmal suchen, die sind in so Kisten. Die Missionen kennen alle bis auf Klink, glaube ich. Vielleicht sollten wir ihm einfach mal so einen Holzkasten zeigen. Aber Schritt 1 ist, den Kameramann ausschalten. Der kann entweder in dem rechten Gebäude oder in dem linken Gebäude sein. Das bedeutet, einer wird jetzt rechts gehen, einer wird links. Ich gehe rechts. Ich folge dir. Gut, dann gehe ich links. Polizist. So, zack. Ah, da ist auch ein Officer. Hm, ich sehe keine Kamera. Kameras sind bei mir. Officer ausgeschaltet. Alles klar. Alles klar, gut. Kameras sind ausgeschaltet. Perfect. Dann können wir jetzt schon mal anfangen, die Kisten zu durchsuchen, Fräulein. Machst du hier die Garage, sozusagen? Du bist nicht Fräulein. Ich bin hier. Fräulein ist auf der anderen Seite. Achtung, hier steht einer. Okay, dann machst du. Dann machst du die Vorderseite. Okay. Ich muss gerade warten, bis der Tick weggeht. So, jetzt. Ja, so. Klink, komm mal mit. Hier sind die Kisten. Das sind die Kisten. Die kann man aufmachen. Einfach so. Und hier ist auch direkt eine Maschine drin. Die musst du erstmal hacken. Und wenn die fertig ist, das dauert 30 Sekunden oder so, musst du die zumachen. Die werden es bemerken, die Wachen, wenn sie dran vorbeigehen und die noch am Hacken ist. Oder wenn die halt noch nicht zugemacht ist, werden die es auch merken. Darum dementsprechend. Achtung, oben aus dem Fenster gucken welche raus. Ja, alles klar. Ich breche hier oben auf, um vielleicht eine Schlüsselkarte hier oben zu finden. Die brauchen wir nämlich, um die Gitter aufzumachen. Sonst müssen wir die aufbohren. Und das ist nicht ganz so gut. Security-Karte habe ich gefunden. Kommen denn welche vorbei? Ja. Ja, Klink, mach den Deckel wieder zu. Ja, die kommen mir überall leider vorbei. Gut, dann haben wir Nummer 1 erledigt. Nummer 2 ist bei mir und gleich fertig. Sehr schön. Gut, ich bin jetzt im Hauptwarenhaus drin und checke Kisten, die oben sind. Oh, da steht direkt eine Wache. Gut, vielleicht tue ich das doch nicht. Ich markiere hier einfach weiter Wachen. Ja. Ich hab was Geld gefunden. Wir können hier leider gar nicht reingucken. Also. Machen wir einfach hier auf. Ja, ich habe auch Geld gefunden. Oh. Sag ich mal. Ich glaube, mein Drill ist lautlos. Hoffe ich. Du, ich nein! Ich wollte das Ding aufmachen und hab dann aus Versehen den Drill. Aber die hören das nicht, ja. Da hinten, da vorne steht direkt einer. Ja, aber die sehen das. Alles klar, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen.
Und selbst neben dir ist da so ein. Du bist so manchmal so ein Chaot, ne? Ich mach mal Bohrer, hab Bock. Ja, ich dachte, das kann man einfach so öffnen. Ich hab nicht hingeguckt, einfach gedacht, okay, Lockpicking? Nein, das ist ein Bohrer. Ja, einfach first. Einfach mal bohren. Aber was ist denn. Der Bohrer ist doch scheiße. Ja, das Scheiße geht die ganze Zeit kaputt. So, ich kann ihn mit Nahkampfangriff. Oh, scheiße, kommt da rein. Bleib an der Tür stehen, bleib an der Tür. Alles klar, ist abgewogen. Boah! Scheiße, er kommt rein. Er ist gleich fertig. 8 Sekunden! Ja, er bleibt stehen. Nein, er hat's gesehen. Hab ihn. Ich hab allerdings was auf dem Rücken, der muss zurück. Das dritte Gerät. Und da kommt einer in eure Richtung. Habt ein Auge drauf. Beeil dich. Ja, ich mach's grad. Sehr gut, jetzt kannst du. Wie, du machst das gerade? Du räumst sie gar nicht weg. Hör auf, mich anzulegen. Was soll ich denn. Hä? Nee, ich hab grad das Device gehackt. Ich hab nicht gewusst, dass du noch, noch jemanden umgebracht hast. Sepp, wie viel hast du? Ich hab nicht noch jemanden umgebracht, ich hab einen umgebracht. Also, du hast zwei und die haben zwei, oder? Ich glaub schon. Das war jetzt der letzte, den wir umbringen dürfen. Wir leben ja halt gern gefährlich, ne? Also ich habe einen Pager bisher beantwortet. Ich habe auch nur einen beantwortet. Hat einer von euch noch einen beantwortet? Nee. Okay, gut. Dann dürfen wir noch zwei. Es kommt auch keine Zusatz-Security, die kommt erst. Warte, die blauen Cops, die dürfen wir umknallen, ohne dass es Security war, ne? Ja, richtig, die müssen wir nur wegräumen. Ja, ich hänge hier gerade fest. Ich hänge nicht fest, da steht aber einer, ich will dich eigentlich drauf, aber er macht ich nichts. Ich hab grad einen Schuss gehört. Ich hab nicht geschossen. Aber Sepp hat gerade einen Kopf umgelegt. Nein, oh fuck, ich hab keine Leichensäcke. Warte, ich komm. Ach, du bist so ein Chaot, Mann. Ah, toll, vor unserem Gitter steht direkt einer. Was machst du hier? Gut, zwei Kistchen fehlen jetzt noch. Sauber. Oh doch, die haben gerade neue Security geschickt. Okay, dann wird das doch random gemacht. Alles klar, ich sehe im Moment keinen. Hier ist nichts drin. Raus. Und die kann. So, dann bringen wir erstmal das Geld. Und die kann jetzt einfach aufbleiben. Ich habe nämlich auch keine Leichensäcke. Ja, die leeren, die dürfen aufbleiben. Da, wo ein Gerät drin ist, wenn man die gehackt hat. Die dürfen nicht aufbleiben. So, wir müssen jetzt aufpassen, auf der Straße könnte jetzt ein Security-Mann rumlaufen. Da müssen wir echt aufpassen. So. Gut, dann müssen wir jetzt noch zwei, glaube ich, hacken. Ja. Hier ist noch eine Security-Karte, sehr gut. Der ist schon. Hier habe ich noch einen. Hier ist leider nichts drin. Dann öffne ich jetzt mal random den hier. Hier ist nur Geld drin. Ja, auf der Straße ist jetzt, läuft jetzt eine Guard rum. Hab noch ein Gerät. Damit war jetzt zu rechnen. Sehr schön. Kriegst du das safe gehackt? Ich weiß es noch Achtung, nicht. Achtung, Adi. Ja, ich hab den gesehen. Ich spiel grad mit Türen. Da ist die Guard auf der Straße. Ja, ich hatte sie markiert, aber ich markiere die nicht so lange. Also der den Leichensack in das Auto gelegt hat, das sehen die. Oh ja, dann mach sie weg. Der Kofferraum ist offen. Dann schmeiß sie in den Müll. Fuck, da kommt einer. Okay, eine Wahlmaschine noch. Ja. Nee, er geht aber an uns vorbei, glaube ich. Eine Wahlmaschine, ne? Ja, warte mal, dann gehe ich nochmal oben gucken. Hapse. Brauchst du nicht mehr oben gucken. Sehr schön. Also, komm wieder runter. Security-Karten haben wir alle verbraucht. Wow, der Guard steht direkt über mir und merkt nichts. Läuft bei mir. Gut. So, ich guck nochmal oben bei, auf der rechten Seite nach Security-Karten. Guard, stay back. Fuck, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Guard, watch it. Dem komme ich nicht vorbei. Geh weg. Neuer Guard. Hopp.
So, dann räumt schon mal das Gold weg. Ja, wir haben ja jetzt Gold bekommen als Bonus. Ja. Aber ich habe ja noch eine Security-Karte gefunden, die möchte ich noch gerne benutzen. Ich bin so lange schon mal beim Gold. Und was habe ich gekriegt mit der Security-Karte, die ich mir mühsam erarbeitet habe? Gar nichts. Klink sieht uns die Wache nicht. Glaub nicht. Mir sieht ziemlich blind aus. Ja. Danke, Warpon. Your vote counts, ja. Ja. Wir haben schon gewählt. Alles klar. Oh, schön viele Taschen. Gehen wir. So, das war auch ziemlich nice. Das ist aber nett. The elephant is ecstatic. You have served your city well tonight, my friends. Alles klar. Ja, damit haben wir die Mission mit Bravour erledigt. Bis im Ansatz. Ja, haben wir doch. Gut, die erste war ein bisschen hakelig, aber die zweite haben wir jetzt direkt beim ersten Anlauf perfekt gelöst. Oh ja. So muss das doch sein. Jetzt muss es noch weitergehen. Okay, war jetzt auch nur auf Overkill, aber... Wir müssen ja erstmal unsere Azubis anlernen. Was ist das denn jetzt? Genauigkeit, ah, die kann ich gebrauchen. Oh, du hast eine Weihnachtsmaske. Hm. Überraschter Satan. Was? Satan. Was? Ich glaube, ich feier Weihnachten immer falsch. Alles klar, das war's mit Wahltag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Payday. Bis dahin. Auf Wiedersehen.